Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei Need for Speed Unbound den Cartoon-Effekt bzw. den Rauch aktivieren und deaktivieren kann. Dazu werde ich euch einen Link in die Videobeschreibung packen. Da müsst ihr einmal das Paket runterladen. Und dann sieht das so hier bei euch aus. Gut, um das rüberzuziehen, müsst ihr einmal auf Need for Speed gehen. Rechtsklick drauf, Dateipfad öffnen. Dann kommt ihr hier raus. Dann müsst ihr einmal hier diesen Reshade Setup 5.5.1 Add-on rüberziehen. Dann auf Fortsetzen. Dann geht ihr hier einmal mit Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das Fenster hier. Dann müsst ihr dann Need for Speed auswählen. Geht dann auf Browse. Klickt das Spiel hier an. Geht auf Öffnen. Geht dann auf Next, geht ihr auf Microsoft DirectX, das zweite am besten, das werdet ihr wahrscheinlich auch haben. Wieder auf Next, das hier könnt ihr einfach überspringen, da Skip, dann nochmal Skip, dann steht hier halt Finish, ne? Geht ihr hier drauf, danach müsst ihr nur noch den Shader Toggler Add-on rüberziehen. Und einmal den INI davon. So, jetzt könnt ihr das Spiel auch schon starten. Dann kommt da oben ein Feld raus. Könnt ihr erstmal weiter drücken. So, dann könnt ihr Position 1 drücken. Kommt ihr hier raus. Geht ihr auf Add-ons. Dann auf Shader hier unten, das muss beides aktiviert sein. Geht dann hier drauf. Dann müsst ihr einmal hier auf Cartoon Effects gehen. Müsst dann einmal hier einen neuen, sag ich mal, Buchstaben anwählen. Press Key steht dann da. Dann nehmt ihr einfach U. Das habe ich auch. Das funktioniert. Und dann müsst ihr auf Save All Toggle Groups. Das passt dann. Der dann übernommen. So, dann könnt ihr eigentlich schon in das Spiel reingehen. Wenn ihr dann im Spiel seid, seht ihr jetzt selber, jetzt geht's an, jetzt drücke ich den Knopf und es ist aus. An, aus.